bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und heute sprechen wir mal im Vlog-Format über das Thema Skincare und über das Thema Hauttypen und wie du einfach mit Reviews im Netz umgehst. Ich erlebe das immer wieder, dass die Community so ein bisschen ausrastet, wenn man Produkte kritisch bespricht. Und ich habe für mich halt einfach festgestellt, ich werde zukünftig eben auch Produkte vorstellen, die bei mir gar nicht performt haben. Ich werde keine Produkte vorstellen, die Duftstoffe drin haben. Das hat auf meinem Gesicht einfach nichts mehr zu suchen, wo ich schon von vornherein weiß, das könnte schwierig werden, das nicht. Aber ich habe jetzt beispielsweise den Colibri Sonnenschutz gekauft und der ist nicht so einfach zu handeln. Und der ist halt einfach auch das allerbeste Beispiel, wie die Community einfach durchdrehen kann. Das Produkt ist wirklich nicht einfach. Bei meiner Haut habe ich einfach festgestellt heute Morgen, ich habe Hyaluron drunter gehabt, also sie war recht feucht noch, dass sich da der Sonnenschutz wirklich pellt. Ich habe den Sonnenschutz gestern bereits schon mal aufgetragen gehabt, als du gleich gekommen warst. Und da ging's. Und als ich nachgetragen habe, war meine Haut trocken und da hat es auch gut funktioniert. Also hängt es auch so ein bisschen vom Hauttyp zusammen, wie das Produkt auf deiner Haut performt. Es ist nicht einfach zu handeln, das definitiv nicht. Ne? Und ich versuche das auch in meine Reviews immer reinzubringen. Ich habe das anfänglich auch nicht gemacht. Und es gibt so ein Video, wo ich ein Produkt halt schlecht gemacht habe und da ist ein reiner Skandal entstanden. Und da musste ich den einen oder anderen Kommentar auch wirklich blockieren, weil er so krass an den Haaren herbeigezogen wurde. Da habe ich solche Sachen gelesen wie, ich würde von einer anderen Firma beauftragt worden sein, dass ich das Produkt jetzt hier schlecht mache und... Also richtig krasse Sachen. Ihr könnt gerne mal auf meinem Kanal gucken, das ist das Set Natural Produkt mit Retinol und da ist halt kein Retinol in der Form drin, sondern es ist eine andere Form drin. Das weiß ich nicht mehr, was das jetzt genau war, keine Ahnung. Und ob das überhaupt noch auf dem Markt ist, ich habe keine Ahnung. Aber wenn du dich so ein bisschen mit Skincare auseinandersetzt, weißt du halt, vieles in der Branche ist Marketing. Nur wenn da eine andere Stufe von Retinol in dem Produkt enthalten ist, dann bedeutet das nicht, weil du willst, dass Retinol so toll ist und so, dass es eben auch so toll für deine Haut ist. Ne? Also du kannst dem Produkt, wenn kein reines Retinol enthalten ist, und dann kommt es ja auch noch so ein bisschen auf die Kombination drauf an, kannst du nicht solche Wunder entgegenbringen. Ist halt so. Das ist eine meiner... ersten Reviews gewesen, wo ich schon so umgestellt habe, fachwissentechnisch, also es ist keine einwandfreie Review, muss ich an der Stelle auch sagen. Und dann habe ich eine Zeit lang einfach mich nicht mehr dran gewagt, Produkte eben auch zu kritisieren. Jetzt mache ich immer mehr, denn bei mir funktioniert einfach nicht alles auf der Haut. Aber das, was ich sage, zählt halt auch nicht für alle Leute, sondern das zählt für mich, 44 Jahre alt und für eine Mischhaut, die eben in Richtung fettig geht. Aber der Nächste, der den gleichen Hauttyp hat, der kann vielleicht ganz andere Probleme haben und kann das vielleicht funktionieren. Und Skincare ist einfach auch so eine Lifestyle-Sache, so eine, wie kommst du damit zurecht, wenn du mit einem Produkt zurechtkommst und das schon seit Jahren kaufst und ich was Kritisches dazu sage, dann will ich dich doch persönlich gar nicht angreifen. Das erlebe ich aber immer wieder. Das erlebe ich wirklich immer wieder. Am Ende sind es doch wirklich nur Produkte. Und ich will den Mensch dahinter ja nicht kritisieren, sondern die Tatsache, manchmal hat man eben den Background auch noch gar nicht. Ich kriege viele Fragen gestellt, dass vielleicht das Produkt, was du seit Jahren kaufst, aber Alkohol und alles Mögliche enthalten hat, dass das vielleicht gar nicht so toll für deine Haut ist. Durch den Einzug von No, kann man sagen, in die Drogerie,
beschäftigen sich einfach immer mehr Menschen mit dem Thema Skincare und kaufen nicht blauäugig alles. Klar, es gibt immer noch einen Großteil der Leute, die in die Drogerie rennen, die halt einfach irgendwas kaufen, die sich nicht dafür interessieren. Die gibt es immer noch. Aber immer mehr fragen halt. Und das erlebe ich halt auch unter meinen Videos. Und das finde ich auch gut so. Aber diejenigen, die sich da halt angegriffen fühlen, und ich habe Sachen da gelesen unter diesem Post bei Instagram bezüglich dieses Sonnenschutz von Kolibri, wo ich mir halt denke, so, Leon ist absichtlich schlecht gemacht, weil er selber was rausbringt und richtig krass an den Haaren herbeigezogen. Und ich selbst bin kein Leon-Fan, ne? Also rein menschlich gesehen komme ich mit dem Mann nicht zurecht. Aber sein Fachwissen, seine Expertise, wow. Und ich habe auch viel von ihm gelernt, muss man an der Stelle sagen. Aber ihm sowas nachzusagen, es ist halt wirklich schwierig. Und klar ist es dann auch so, dass man Leute einfach blockieren muss, wenn du das halt zum 100. Mal liest, ne? Und er hat halt eine riesen Reichweite. Am Ende ist es halt einfach so, manche Produkte funktionieren halt nicht so einfach. Und es ist halt immer schade, wenn du halt dann doch 20 Euro für ein Produkt ausgegeben hast und das performt nicht richtig und du gibst das auf den Markt. Weil ich habe selbst schon bei den zweimal Testen jetzt von diesem Kolibri-Sonnenschutz einfach gemerkt, da hätte es vielleicht noch ein bisschen getan, wenn man da noch ein bisschen dran gefeilt hätte, dass der halt wirklich auch alltagstauglich ist. Denn ich finde es halt einfach nicht alltagstauglich, zu gucken, dass meine Haut ja trocken ist nach der Reinigung und dass ich dann den Sonnenschutz drauf mache. Und dann bei Menschen, die eben eh schon bei Kolibri einkaufen und eh schon Produkte leeren, also Serien auftragen, die eben dem Sonnenschutz entgegenkommen, den Sonnenschutz sozusagen verbessern, weil es halt Antioxidantien sind, dann finde ich das halt schwierig, wenn dann der Sonnenschutz, den man drauf macht, runter rieselt, weil der zu schnell antrocknet und halt eben die Kombination einfach gar nicht stimmt dann auf der Haut. Und ich versuche das immer so gut wie möglich zu erklären und sag auch immer unter meinen Videos soll man eben auch die andere Erfahrung schreiben. Denn meine Meinung ist natürlich nicht die von allen. Und ihr dürft nicht vergessen, es gibt fünf Hauttypen. Ne? Empfindliche Haut, trockene Haut, Mischhaut. Was waren die anderen noch? Ich glaube, es waren fünf Hauttypen. Empfindlich, trocken, fettig, Mischhaut. Und nochmal. Waren es vier oder fünf? Ist ja auch egal. Aber du kennst ja deinen Hauttyp. Ja? Und du kannst grob einschätzen, was funktioniert für deine Haut und was funktioniert nicht. Was meine ich damit? Ich habe eine fettige Mischhaut. Ich weiß, dass bei mir ölige Serien einfach schwierig sind. Und wenn ich dann auch noch drüber was auftragen möchte, weiß ich, das wird sehr schnell speckig, fettig. Und ich mag das Hautgefühl überhaupt nicht, denn ich wasche mir doch nicht ohne Grund alles von der Haut runter. Und um dann halt hinterher wieder eine speckig, fettige Haut zu haben, das mag ich halt nicht. Das bedeutet für mich auch kein Wohlgefühl, ne? Und so ist es vielleicht bei dir auch so, bei anderen Sachen. Und besonders Menschen, die eben eine trockene Haut haben und dann ein Produkt auftragen, das noch richtig krass austrocknet. Das ist genau das Gleiche. Genau das gleiche Empfinden. Aber das zählt halt eben nicht für andere, ne? Also man muss immer so ein bisschen gucken, wie ist der Hauttyp? Auf welche Faktoren muss ich gucken bei einem Produkt? Wie sind die Erfahrungen und generell nie auf eine Quelle hören. Ich finde meine Reviews exakt gelungen, wenn drunter auch eben Erfahrungen stehen, die anderweitig in andere Richtungen gehen. Also das ist halt einfach ein wichtiger Punkt, denn es spielen halt einfach noch andere Faktoren rein. Was verträgst du? Bist du Raucher? Trinkst du genügend? Als Frau hast du deine Tage gehabt? Wie ist dein momentaner pH-Wert auf der Haut? Das sind alles solche Sachen, die eben unterschiedliche Wirkungen haben. Selbst das Wetter draußen, die Jahreszeit. Wenn es Winter ist, habe ich eine wesentlich fettigere Haut als im Sommer oder wenn es wärmer wird.
Und das merke ich sofort, das merke ich im Moment auch. Und das spielt natürlich dann auch in die Review rein. Und wenn du wirklich das Interesse an Produkten hast, dann teste die auch. Dann teste die aber auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken, könnte vielleicht nicht funktionieren. Und dann ist halt einfach auch wichtig, wenn du ins Netz gehst, such nach mehreren Reviews, such nach mehreren Meinungen zu dem Produkt und schließe daraus, was du schließen möchtest. Am Ende ist es deine Entscheidung, was du dir auf die Haut packst. Und wenn für dich, so wie ich schon gesagt habe, seit Jahren ein Produkt funktioniert hat und ich mir das rausnehme, so ein Produkt zu kritisieren, dann möchte ich dich nicht als Mensch kritisieren, sondern dann kritisiere ich aus meiner Sicht beispielsweise die Zusammenstellung. Was ganz cool ist, die Entwicklung in Sachen Skincare. Immer mehr Leute haben eine Ahnung. Immer mehr Leute müssen diesbezüglich nicht belehrt werden. Also da gab es noch vor 2, 3 Jahren waren die Zuschauer noch wesentlich resistenter, kann man an der Stelle sagen. Heute weiß man so einigermaßen, dass Duftstoffe nicht so toll sind auf der Haut, dass eben Alkohol auch nicht auf die Haut drauf gehört. Hey, die Entwicklung in Sachen Skincare, die ist einfach krass. Früher hatte ich Akne und ich bin noch so ein Klerasil-Kind. Da hat man seine Haut bis zum geht nicht mehr ausgetrocknet. Aber so richtig heftig. Das würde man heute nicht mehr machen. Also da gibt es so eine Entwicklung auch in den Köpfen von den Leuten. Das würde ich mir echt wünschen, dass immer mehr Leute halt einfach aufwachen und die Produkte, die eben schlecht zusammengesetzt sind, einen Haufen Duftstoffe haben, schöne Färbchen haben, dass sie die einfach links liegen lassen. Weil darum geht es in der Skincare nicht. Denn Duftstoffe und Alkohol und Co. haben auf der Haut nichts zu suchen, außer du trägst einen Sonnenschutz auf. Und da ist halt nun mal das nicht immer möglich. Gerade mit der Konsistenz beispielsweise muss man oftmals mit Alkohol arbeiten. Da geht es halt nicht anders. Und gerade was das Thema Sonnenschutz betrifft, oh je, da habe ich schon manche eine Diskussion geführt, wo sich halt die Leute hinterher angegriffen gefühlt haben. Aber es ist halt nun mal Fakt, dass wenn du keinen Sonnenschutz trägst, du deiner Haut schadest. Ist aber am Ende deine Entscheidung, ob du das tun oder lassen möchtest, weil es ist deine Haut. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir weniger aufeinander losgehen. Bloß weil jemand mal ein Produkt schlecht geredet hat, ist es halt nicht so, dass das vielleicht für dich nicht funktioniert. Ne? In diesem Sinne melde ich mich wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.